Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. In der letzten Folge habe ich mittendrin gerülpst und wir sind dann ins nächste Gebiet reingegangen. Und nun sind wir daran, hier ordentlich aufzuräumen. So, allerdings gibt es ein paar Probleme, die Leute stehen alle ziemlich nah aneinander und wie wir das Ganze schaffen, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Und Zugriff! Könnte problematisch werden. ich habe vergessen, dass ich das ja verbessert habe. Wie viele sind denn da noch? Ich sehe es jetzt erst. Naja, umso besser. Dann kann ich meinen Kick wieder aufbessern. Aber stell dir vor, der wäre bis zu seinem Kollegen geflogen. Das wäre es ja gewesen hier. So, das war der Schritt. Nächster Schritt. Hier hochgehen und den Typen da hinten ausschalten. Ah, verdammt. Kann ich mich hier verstecken? Ja. Jetzt ist Bomi im Weg. Herr Bomi, dann versteck du dich da. Du versteckst dich meinetwegen hier. Ihr müsst dich ja auch so treffen können, ne? Aber vorsichtshalber, hier wird gespeichert. Okay. Außer. Was? Nee, ich brauch den dritten Mann. Scheiße. So. Obwohl, hätte ich nicht gebraucht. Aber gut, sicherheitshalber, ne? Oh, Ridi hat neue Sachen im Angebot. Nice. Wir werden wahrscheinlich für den Endkampf alles brauchen. Der wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. So. Dadurch, dass der jetzt tot ist, gehen wir nach oben und töten den Medibot. Wir arbeiten uns voran. Von hinten nach vorne. Oh, guck mal, den könnten wir auch direkt ausschalten. Ah, der ist auch ein bisschen krasser drauf, ne? Gut, der da oben ist ein bisschen krasser drauf. Ja, den könnte ich eventuell einnehmen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Huh. Könnte auch kompliziert werden. So, direkt ausgeschaltet, nice. Die Frage ist nur, kann ich die Oma und den einzelnen Typen zusammen ausschalten? Wenn ich das hinbekomme, dann wird alles einfach. So, jetzt gehen wir direkt zur Oma. Jetzt haben wir die drei. Jetzt gehen wir zur Oma. Ah, dafür muss ich hier hoch, oder? Nee, muss ich nicht. Muss ich einfach nur hier entlang schleichen. Aber für den Fall der Fälle, dass der mich jetzt sieht beim Rüberschleichen. So, Bobbin. Scheiße. Weiter kann ich nicht. Versteck dich mal hier. Du versteckst dich da. Du versteckst dich da. Ah, könnte schwierig werden. Fast hätte ich Laden gedrückt, ne? Das könnte schwierig werden, Leute. Also. Der Plan ist, bis zur Oma zu kommen und die umzuboxen. Kaboom! So, und mit denen schalten wir den hier aus. Scheiße. Okay.
Okay. Alles wird gut, Leute. Ich habe einen Masterplan. Und zwar gehen wir jetzt erstmal in die Optionen, gehen ins Team, nee, gehen Mutationen, gehen auf ihn hier. Obwohl, nee, Inventar, ne? Inventar. Er hat's drin. Ist ja gar kein Problem. Okay, okay, gut. Dann boxen wir den jetzt um. So. Du rennst ihm vor die Fresse. Aktivierst dein Action-Skill. Und machst einen Crit. So. Du daraufhin, du versteckst dich da. Dann kriegst du sowieso einen doppelten kritischen. Und dann ballerst du ihn weg. Halle fucking Julia. Alter Schwede. Geht doch. So, der andere Typ da oben hat mich nicht bemerkt. Ich kann die Truhe plündern und mich in Keks freuen. Und dann nehmen wir den da oben uns vor. So, was haben wir denn hier drin? Helm des Sprechers. 100% kritische Trefferchance von erhöhter Position. Die Träger dieser Kopfbedeckung hatten im Glauben der Altvorderen einen direkten Draht zu den Göttern. Als Gegenleistung für diese Gabe waren sie gezwungen, die für die Instandhaltung ihrer verfallenen Tempel benötigten Gelder einzutreiben. Als Symbol ihres Scheiterns wurde vor dem Eingang ein phallisches Objekt mit roter Spitze errichtet, das erst nach Erreichen des gesteckten Ziels entfernt wurde. Ich habe keine Ahnung, mit Religion kenne ich mich nicht aus. Ist wahrscheinlich witzig. Für diejenigen, die sich mit Religion auskennen. Aber ich gehöre nicht dazu. So, fehlt nur die Langhexe. Das Problem ist, ich habe jetzt natürlich meinen Action-Skill nicht, ne? Und der hat verdammt viel Rüstung. Aber er ist alleine. Ich könnte natürlich jetzt in ein anderes Gebiet gehen, einen töten und dann zurückkommen. Das ist ja natürlich ein leichtes Ziel, aber ja, das muss nicht sein. Scheiße. Muss ich mich kurz verstecken. Wie viel Leben hat denn der? Alter. Könnte problematisch werden. Ich kann ihn auch irgendwie nicht benutzen oder so. Ich hätte ihn natürlich auch benutzen können und ihn da runterschicken können, aber die Oma musste leider sterben. Sonst hätte sie Hilfe gerufen. Okay. Jetzt gucken wir noch mal kurz nach unseren Sachen, die wir haben. Wir haben an. 20, wenn versteckt. Okay. Waffenreichweite. Und Crit brauchst du eh nicht. Na gut. Die Mütze können wir nach Bedarf ausrüsten, würde ich sagen. Erstmal müssen wir uns um die Langhexe kümmern. Und das könnte natürlich... was werden? Was habe ich denn noch für Fähigkeiten frei hier? Okay, das bringt mich schon mal nicht weiter. Können wir dich noch verbessern? Mehrere Ziele. Na gut, das bringt mir auch nicht viel. Ja, das bringt mir auch nicht viel. Ich könnte ihn aufhalten, ja. Hülle deine Gegner in Flammen. Normalerweise bla bla, Sodbrennen. Ja, mein, gut. Kann Deckung überspringen und auf Gegner landen. Das wird aber wahrscheinlich nichts bringen, ne? Okay, Bormin, was hast du noch drauf? Du bist eine Runde lang unbesiegbar. Ist organisch Kadaver.
Das war sowieso scheiße. Aber gut, probieren wir es. Kann ja nur schief gehen. Ich meine, so viel Leben hat er auch nicht. Okay, check. Ah, es geht nur in seinem Bereich. Ach Gott, ist das billig. Na gut. Oh, das macht wirklich kaum Schaden. Ja, immerhin, ein bisschen Schaden gemacht. Aber eine Runde wird es wahrscheinlich noch dauern. Ja gut, der kann nichts machen. Der ist so am Arsch, der ist so gut wie tot, der kann nur wegrennen. Aber das kann er gut. Im Wegrennen ist er gut. So, jetzt stehst du aber ungeschützt da. Jetzt kommt Bormi daher und dann knallt er dich weg. Kurz noch sicher gegangen, dass ich noch eine Munition drin habe. Ah, der war schon krass drauf. Krieg ich denn eine Waffe? Natürlich nicht. Natürlich bekomme ich sie nicht. Aber gut, das Gebiet ist auf jeden Fall geklärt. Haben wir gut gemacht. Und jetzt gehen wir nochmal zu Iridias Laden. Und gucken, was dieser so schönes Neues hat. Ist auf jeden Fall ganz gut. Die Arche. Was hast du so Neues? If you want zone gear, I've got it. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Wahrscheinlich noch mehr davon. Heute brauche ich nie mehr. Safe travels. Ich habe wahrscheinlich auch nichts, was ich irgendwie verbessern könnte, oder? Same old fix kit with a new and improved delta. I can't explain it. I used to be so angry at life, but I'm better now. So much better. Hm. Ich meine, rein theoretisch ist ja die Waffe hier besser, aber die hat mehr Schuss, ne? Na gut. Bye bye, Stalkers. Ciao. Wir haben zumindest die Option frei, ja? Also gut, dann gehen wir in das Gebiet, was wir noch nicht besichtigt haben. So, jetzt müssen wir hier noch dieselben Taktiken wie gerade eben verwenden, also das war echt gut. Na gut, ich habe bei dem einen habe ich vielleicht ein oder zwei Versuche gebraucht, die ich rausgeschnitten habe, die ihr nicht gesehen habt, aber pst, hat ja niemand anderes gesehen. Gut, wie gehen wir hier voran? Sektenpyro ist natürlich kacke da. Der Sektenschlechter ist auf jeden Fall nicht in... Das ist schon wieder so ein Typ. Das ist doch derselbe, oder nicht? Diesmal nur mit Anzug. Also gut, wir können auf jeden Fall die Bots da ausschalten. Weil die sich wahrscheinlich gegenseitig ansehen. Quit spreading your fear around. We're not some scared little stalkers. We are ghouls. So act like ghouls. We got burners on patrol looking for evil plants. These plants took half our brothers and changed them into ghoul killers. We have to get our revenge. What are we gonna do? What if I'm a pod ghoul? You think I'm a pod ghoul? I don't think I'm a pod ghoul. Shut your mask, old skizzix. If anybody here gets weird, they get burned. Okay, you're the boss lady, boss lady. More strap on the barriers, you zone apes. That's all we've got standing between us and those things. Ah, der hinter ihm könnte es sehen, dass ich ihn abknalle. Das ist nicht gut.
Weiß es nicht gut. Vor allem wird er wahrscheinlich auch gleich nach hinten geschubst, oder? Nee. So eine Waffe habe ich ja gar nicht an. Ja, der hat's bemerkt. Scheiße. Und der wird die anderen warnen, ne? Es sei denn, ich kontrolliere ihn. Okay. Oh, da hinten ist auch noch einer. Ah, okay, das ist scheiße, dass die hier zu dritt rumhängen. Oh. Okay, das heißt, bei denen kann ich keinen Kampf verhindern. Weil die zu dritt sind und recht nah beieinander. Das heißt, die kommen zum Schluss dran. Alles klar. Aber da hinten lungert noch einer rum, ne? Komm ich da einfach hin? Ich probier's einfach mal von der Seite aus. Oh nein, der hat viel zu viel Leben. Ach, shit. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ja, komm. Okay, vier Leute, mit denen ich mich anlegen muss. Cool. Oh. Oh, okay. Das mit Stealth Kills wird bei denen schwer. Aber ich kann ja von oben aus arbeiten. Zumindest einen kann ich von denen instant töten. Das hat doch auch was. Was? Ich komme da nicht weg, oder was? Dann kümmern wir uns um die zum Schluss. Sektenpyro werde ich vielleicht einnehmen. Den Dicken werde ich dann umschubsen. Gucken wir, ob wir bei den Bots was erreichen können. Okay, probieren wir es einfach mal. Ich glaube, dass der andere Bot mich sehen wird dabei. Das heißt, wahrscheinlich bleibt mir eigentlich nur eine EMP zu benutzen. Uncool. Okay. Aber der eine wird es bestimmt merken. Aber ich kann ihn innerhalb dieser Runde direkt schocken. Ich gehe am besten mit dir in den Angriff. Dann erledigen wir den. Dann bekommt das der Rechte mit. Aber dann können wir ihn schocken. Und zwar mit der Waffe. Was? So, Freunde. Ja, ich habe euch am Anfang der Folge angelogen. Wir sind nicht in ein neues Gebiet gegangen. Wir sind in ein altes Gebiet gegangen. Doch sind dann in ein neues Gebiet gegangen. So ist die wahre Geschichte dieser Folge. Und wie es in der nächsten Folge weitergeht, das erfahrt ihr morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.